Okay, Chat, hier wären wir. Ich habe jetzt seit dem letzten Mal nicht gestreamt, seit dem letzten Mal Minecraft. Das war der Moment, als ich den Schneefuchs geholt habe und unterwegs eine Fee von Deschke gefunden habe, die ihm entflohen ist. Und die beiden bei einer Auktion anbieten wollte. Wollte halt dann zurückkehren zur Base und dort halt offline gehen für die Auktion. Aber dann hat mich Deschke angegriffen und wollte seine Fee zurückhaben. Hat mich angegriffen, dies, das. Und dann musste ich abhauen. Hab dann geschafft, den Fuchs und auch die Fee mitzunehmen. Hab mich dann in die Erde eingebuddelt und hab's dann irgendwie geschafft, mich zu verstecken. Hab dann ja auch dann hier, Spiel ausgeblendet, damit Deschke das auch nicht im VOD schauen kann, wo ich bin und so. Und da hab mich dann hier in dieser Höhle versteckt, die mittlerweile anders aussieht, weil während ich dann eine Woche nicht mehr online war, oder was heißt Woche, wo ich dann zwischen Dienstag und Sonntag nicht mehr online war, kamen die in der Zeit hierhin, haben mein VOD analysiert. Maeve hat irgendwas davon erzählt, dass er das Plätschern des Wassers gehört hat und sich darauf fokussiert hat, um zu bestimmen, in welche Richtung ich geschwommen bin. Die haben irgendwie 2 Stunden lang gesucht, haben die gesagt. Haben es dann gefunden, haben die kleine Fee ausgetauscht mit dem Kopf von Hockey, haben den Fuchs ausgetauscht mit dem Huhn, haben das Huhn auch Cuby, das Schneeungeheuer, genannt, die ganze Höhle hier voller Zombieköpfe gepackt und wollten mich damit pranken. Und wollten mir eigentlich, wenn ich wieder mich einlogge, wollten die sagen, ha, guck mal, Prank, und wollten mir die Tiere zurückgeben. Aber die haben nicht erwartet, dass ich außerhalb des Streams mich einlogge. Und ich habe ja mich dann Sonntag oder so, irgendwie 12 Uhr schon eingeloggt, weil ich schnell nochmal in die Nähe von der Base laufen wollte. Damit, ich dann, wenn wir von Final Fantasy auf Minecraft wechseln, ich dann nicht irgendwie ewig suchen muss, wo ich hin muss oder so, und dann direkt bei der Auktion starten kann. Das haben sie nicht kommen gesehen, dementsprechend konnten sie mich dann nicht im Stream überraschen und sagen, haha, Prank! Also ist der Prank so ein bisschen nach hinten losgegangen und ich habe dann gesagt, ja, okay, dann mache ich wohl keine Auktion mit, weil ich habe kaum Diamanten, ich habe nichts zum Verkaufen, also mache ich bei der Auktion nicht mit, habe da nicht mitgemacht und seitdem auch nicht mehr weitergespielt, weil dazwischen kam Dienstag, wo der Stream ausgefallen ist. Letzte Woche Sonntag ist dann ausgefallen, weil ich zu sehr in der Final Fantasy Sucht drin war. Und jetzt sind wir hier, endlich, nach irgendwie über 2 Wochen oder so, sind wir endlich wieder hier. Ich werde mich rächen, Chat. Ich werde mich rächen, früher oder später, auf irgendeine Art und Weise. Wir müssen hier im Stream per Code reden, Chat, ja. Wir müssen per Code hier kommunizieren, dass die nicht herausfinden. War das das hier? Ja. Wir müssen per Code kommunizieren, dass die nicht im VOD verstehen können, was wir für einen miesen Plan planen. Ja? Und dann rächen wir uns. Das bedeutet Krieg. Ne, Krieg funktioniert nicht. Weil Maeve und Deschke sind viel zu stark. Die leben auf diesem Server. Ich habe da keine Chance. Die leben hier auf dem Server und alle anderen auf dem Server sind ihre allerbesten Freunde. Das heißt, wenn ich mit denen Krieg anfange, dann verscherze ich es mir mit allen. Also Chat! Wir ziehen jetzt eigentlich ganz simpel ins Endlos, aber es ist alles ein bisschen mehr, denn wir haben eine Better-End-Mod. Ich habe keine Ahnung, ob ihr sie kennt, Chat. Ich kenne sie noch nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das normale End ziemlich, ziemlich arschlangweilig ist. Und jetzt gehen wir da rein. Oh, ein bisschen eng hier. Ich werf sie euch rüber. Ach, Moment, ist das alles resettet im End? Scheinbar. Oh. Das ist ein neuer End. Ja, yeah, wir haben die ganze Dimension, nur der Enderdrache ist weg. Ja, yeah, du hast ihn runtergeworfen. Oh, ich war voll, den zu fighten. Nee. Hast du ihn gelöscht einfach, oder warum ist der weg? Ah, direkt. Soll ich doch helfen. Oh mein Gott, ich kann nicht. Ich wollte dich ein bisschen erschrecken. Das sind Diamanten. Sind das Dias? Das ist Better End. Achso, nee. Ja, warte.
Machst du gut, Hockey. Was auch immer das ist. Danke, Mann. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so gut macht. Oh, jetzt habe ich mich missklickt wegen dir. Du hast voll das ist okay. Plätschert da du bist so. Halt, nobody's perfect, ne? Plätsch. Das macht dich halt auch zu dem, was du bist. Ja, ist doch gut, Mann. Ich hab's verstanden. Wo seid ihr? Ja. Sorry, ich hab dich da hochgegraben. No. Ja, wir sind die Elytra. Blöde, Ich bin nicht Elytra geflogen, tatsächlich. Lavo liegt. Wie war das bei mir gerade gewechselt? Der Trident und das Schild? Ich hab keine Rüstung an, Mann. So. Wieso trägt der Typ keine Rüstung? Ich zeig noch. Achso, Elytra. Das ist eine Elytra, ja. Ne, ich dachte, ich hab Hose und Diamantschuhe nicht gesehen. Wow. Die Türme sehen voll cool aus, Mann. Sie sehen jetzt aus wie Kerzen. Ganz schön laut hier, oder? Ach, ich wechsle. Das ist jetzt so New End, seht ihr das? Mit so ganz vielen verrückten Dingen. Ich werde alles hier verlieren, oder? Und hier sind irgendwie 20 verschiedene Arten von Enderman auf. Keine Ahnung, was die jetzt sind oder ob die aggressiver sind oder. So und dann so. Ich hab nochmal gesagt, dass es nicht so wichtig wird, Kürbiskopf mitzunehmen. Okay, aber der Drache ist trotzdem schon besiegt. Hä, aber die sehen alle gleich aus. Die sind gar keine anderen Enderman-Arten, oder? Nee, du hast recht, aber es gibt anscheinend mehrere. Ja, vielleicht müssen wir weitergehen. Das ist nur hier beim Enderdrachen. Oh, hier ist neues Erz, was ist das? Talasium. Malasium. Ach, die haben sich schon hochgebaut. Die sind schon weg. Warum oh, lol. Die immer irgendwo hin und sagen die was? Oh, das ist ganz schlimm im End. Plavorit? Ja. Erstmal mitnehmen. Kann man daraus was machen? Damit gehe ich nach Flavortown. Flavor Flav! Oh, was ist das? Ich habe auch ein paar Blöcke dabei. Kann man die mitnehmen? Ja, ne? Nee, ist verboten. Ich habe vorhin auch einen so einen Block gesehen, da habe ich Enderscherben rausbekommen. Kann man was mit okay, das reicht nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, wir können hier. Wollt ihr mal meine Enderscherben sehen? Hier ist auch was. Flavorin. Flavolin, ja, Flavolin oder so. Ja. Da müssen wir hoch. Hier, ja, schau mal, Pudi. Da müssen wir rein. Pudi, schau mal hier, wow. Okay. Sammelt's ein. Das. Sammelt's ein. Das. Das sind Enderscherben. Okay, und was sind Enderscherben? Kein Plan, Mann. Lass mal aus Talasium machen. Was, wenn ich einfach sterbe, wenn ich das einsammle? Dann wär's jetzt schon passiert. Ja, ich lass ab, dann keine Sorge. Nur Enderman-Art gesehen hier, oder? Also, die sehen ja schon anders aus, als sonst Enderman aussehen hier. Ajo, klar. Ajo, klar. So. Die haben so einen großen Mund. Nice. Ja. Oh. Hallo. Hallo. Was baut ihr hier ab? Oh. Kegi, ich geb dir einen Tipp. Jo. Wenn du in der Enddimension stirbst, dann stirbst du auch im echten Leben. Verdammt. Scheiße. Verdammt. Ja dann. Ey. Oh, das hat gerade auch im echten Leben weh. So sieht nein. Das aus. Oh, den Endermantel anziehen. Obwohl, ist ja zum ersten Mal. Gute Endermantel, der ist cool. Ich war noch nie hier. Die blauen Bäume, blauen Pilze oder was auch immer, sie sehen cool aus. Die sind schick. Cool aus. Okay. Die blauen Bäume sind echt schick. Die sehen cool aus, ja. Ja. Was ist der jetzt? Oh, hey. Hallo, Mon, was geht, Mann? Chat, wieso hab ich jetzt Brot in der Hand? Ja, Mann, alles fit, Mann, alles klar. Lass mal hier ein paar Fackeln. Ich bin so verwirrt. Oh, ist so schön jetzt hier. Was macht ihr das, dass ihr nicht permanent den Enderman in die Augen? Oh, das ist auch so der schön. Erste Penis! Entweder man guckt auf den Boden, oder man hat einen Kürbis auf, oder man hat dieses Cape an, das ich gefunden habe bei einem Enderman. Ja, aber auf den Boden gucken ist irgendwie genauso nervig. Ich wurde getaggt. Deswegen. Okay, Folli, du kannst hier. Das ist, glaube ich, ein Kürbis. Der hat mir der schon vorhin gegeben. Kannst du anziehen. Dann will ich später zurück. Ja. Und jetzt kann ich. Ich werde mich rächen. Ja. Wer auch immer das war. Oh, wow, was ist das denn? Wie hübsch. Ich pass gut darauf aus. Der Mann muss natürlich cool erstmal wieder seinen Phallus in die Landschaft setzen. Kegi, du bist. Habe ich gar nicht gemerkt. Das ist gut, voll gelogen. Wieso sollte hier das Reich in Bokia beginnen? Oh mein Gott, Fuli, warte. Guck mich mal an. Warte, komm mal kurz zur Seite. Ich muss das Screenshot. Ich muss das Screenshot. Ich muss die abholen. Mal da. Es beginnt hier. Hey. Bewusst, wie widersprüchlich diese zwei Dinge untereinander sind. Nochmal. Das wird durchaus bewusst, aber es war mir wichtig, das erledigt zu haben. Komm her. Her. Die wichtigen Dinge. Willst du noch mal da gucken? Muss blaue Sachen abbauen. Oh, was? Fully einfach Fotosession. Ne, der Hockey hat mich nicht getaggt, oder? Hockey hat doch jemand anderen getaggt. Der war nicht mehr rot vorhin. Also, Raymond, geh da mal los. Konsequenz, Hockey töten. Raymond 3, das Herz der Welt. Ja,
Das ist aber nur eins. Doch, stand im Chat. Dein Herz, das Herz der Welt. Weißt du, was das ist? Das ist endgeil. Endgeil? Endgeil. Ja, endgeil. Das ist das endgeil. Ich hab das Meißlichstange. Meißlich? Meißlich-Samen. Ich will all diese Flowers haben. Du bist in meiner Achsel. Ey, Junge, es ist überfordert, alle reden gleichzeitig. Da fliegt was, oder? Was? Ich hab ein bisschen Silk-Touch, willst du irgendwas? Kann ich den töten? Kann ich den töten? Den kann man töten. Ich hab ihn getötet. Oh, wie süß, das sind kleine Libellis. Oh, das sind kleine Libelli. Ich hab ihn umgebracht. Ich will sie töten. Oh, die sind voll schön, ey. Lass sie töten, schön. Aber okay, warum willst du töten? Die haben nichts gedroppt. Die haben nur Erfahrungspunkte gedroppt. Nur Erfahrungspunkte? Der wird mir zeigen, nur Erfahrungspunkte zu droppen. Geh doch runter. Ja, kann ich. Wie, sobald ich genug Level habe. Yes. Alle auf die Libelle drauf. Ey, ist Capone, was geht ab? Ich hab keine Pfeile für den Bogen mitgenommen, oh mein Gott. Sieht aus wie Holz. Ich hab keine Axt mitgenommen, Chat. Ich hab nicht dran gedacht, dass es vielleicht hier neues Holz geben könnte. Töt sie. Jetzt nicht mehr. Ich hab gar kein Holz mitgenommen. Entschuldigung. Ich hab blutig auf die Schwerter. Wow. Ich versuche. Oh, warte, lass sie kurz leben. Lass sie kurz leben. Das hier, das ist die Bretter davor. Au! Ich hätte mir vielleicht auch Lasso mitnehmen sollen, ne? Wenn irgendwie neue Tiere kommen oder so, die ich dann fangen könnte. Aber die dann wahrscheinlich aus dem End rauszubringen, ist wahrscheinlich eher schwierig, ne? Da ist irgendwie so pinke Blöcke. Was geht denn hier ab, Mann? Das ist einfach Rainbow Road. Kann man die abbauen? Schmetterling! Kristallscherben. Der sieht aus wie ein Schmetterling. Okay, mal gucken, ob ich damit was machen kann. So. 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 Dann kommt ein Aurora-Kristall raus. Wer hätte das gedacht? Ja, die sahen halt in der Vorschau anders aus als hier. Achso, ich hab mich gerade selbst gefragt, konnte ich gerade fliegen? Wieso kann ich im Ende fliegen? Digga, ich hab Elytra. Ja. Glymospilz Hymenophor. Ja, das hat so einen komischen Namen im Deutsch. Das ist echt seltsam. Glymus, Pilzhymen, hier kommen die Leuchtblöcke her. Sind ja. Oh, Zombie, du kannst glücklich schätzen, dass du deine. Keggy sucht dich. Tesi? Schon hast. Oh. Schau dir an, das ist wie Pilzlichter. Tesi? Was willst du? Ich hab Farben gefunden, die dir gefallen. Ist das so? Ja, hier. Ich fühle mich wie ein Rayman 3. Oh, oha! Okay, das lol. Auch nicht bekommen. Schäden gehen doch sicher das auch, ja? Das ist ja einfach ich, hä? Wie cool. Ja, sag ich ja. Das ist Gras. Ich hätte auch die Schäden behalten sollen. Oh, hab's erwartet. Oh, Mann. Jetzt hab ich die ganzen richtigen Sachen gar nicht dabei. Ach, so bedankst du mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie hat extra gesagt, sie hofft, sie wird nicht getaggt. Ich hab ihr aber vorher was geschenkt, okay? Das würde dem noch die Krone aufsetzen, weil sie schon dreimal verschissen hat heute oder ich so. Ich hab vorher was geschenkt, okay? Jetzt ist sie die Königin der Loser wegen dir, Keggy. Ey, das weiß ich doch nicht. Ich ja nicht, also. Du musst es so sehen, Tesi. Du bist die Erste, die ich getaggt habe. Oha. Ich bin, ja, das stimmt. Also ich bin schon 3 Tage in Folge getaggt gewesen. Wow. Es kommt davon, wenn man aktiv auf diesem Ding spielt, wirklich. Ich habe übrigens Silk Touch, Johnny. Wenn du was abbauen möchtest, sag Bescheid, ich habe Silk Touch. Okay. Ich brauch vor allem Level. Also warte, Nicole ist noch nicht wieder da, oder? Meine Level sind irgendwie kennt stark. Ihr das, wenn ihr einfach nicht aufhören könnt zu essen? Bin gerade im Mut, dass ich alles in mich reinschiebe. Geil. Was schiebst du dir rein? Was macht das Tagging nochmal? Eigentlich gar nichts. Du gibst das Schild einfach weiter und die Person hat einen roten Namen. Es ist einfach nur wie ein Fangspielen. Da du bist und so. Und sie hat jetzt für 5 Minuten, kann sie das Schild jetzt nicht mehr weitergeben. Oh ja, oh, das ist cool.
Das war's. Es ist ein kleiner Joke. Ich bin vor allem die, ist das ein Baum? Können wir da? Ah, das sind Pilze, glaube ich, oder? Die heißt nämlich Glühmus. Glühmus? Wer am Ende der getaggt ist, wird mies weggegrieft, ja. Das hier ist auch neu, ne? Was ist, wenn ich die vier zusammenpacke? Zack, zack, zack. Dann kommt nichts raus. Okay. Rohes Thalasium ist vielleicht Trash? Musik? Bisschen entspannende, ruhige Musik? Der Song passt gerade auch irgendwie zu dem Vibe hier. Endschleim. Das ist ja endgeil. Was ist das da? Crazy. Ich hab Schleimball. Okay, das sind ganz, ganz normale Schleime quasi, nur im End halt. Das sind Quallen! Alles töten! Was ist das hier? Blasenkontrolle. Was passiert mit mir? Greifen die Quallen mich an? Ich hab doch hier einen Eimer, ne? Kann ich den fangen? Ich hab ihn drin. Bist auf jeden Fall sehr menschlich unterwegs, ja. Wie heißt das Ding jetzt? Eimer mit Kubosa. Tesi? Chat, wenn ich den auskippe, stirbt er? Also despawnt er? Hallo, Keggy. Hallo. Hast du schon was Schönes gefunden? Ich habe eine Qualle gefunden. Eine Qualle? Ich habe eine Qualle in meinem Eimer. Ja, ich sehe es. Als ob man das sieht. Also kannst du die reinschütten? Oh. Au, ah, die vergiftet. Okay, ja, okay, tu sie wieder rein. Ich hab sie wieder. Hier in der Scherben, ja, ich meine nicht das Thalasium. Tesi! Eine Axt mitnehmen sollen. Was dachte ich mir eigentlich? Ich dachte mir so, wir gehen auf ein Abenteuer. Tesi, ich hab was in deiner Farbe gefunden. Ganz viel Farbe. Noch was? Hallo, ich hab auch gar nichts dabei. Hier, eine Qualle! Oh mein Gott, aber sie giftet mich. Ich hab schon fast mein ganzes Inventar voll. Aber es ist eine Qualle. Ich hab schon eine Axt dabei. Aber sie giftet. Kubosa. Ey, chill mal. Ey, chill mal ein bisschen. Alter. Das ist aber hübsch. Ey, chill. Oh Gott. Es ist wirklich Avatar. Wir brauchen Terrarium. Es ist echt so. Aquarium. Ja, das ist einfach nur die Welt der Navi, in der wir hier gerade sind. Navi einfach. Heißt das nicht so? Ich bin gleich wieder da. Sagt man nicht Navi? Nein, man sagt Navi. Boah, weiß ich nicht. Der Idiot. Also Navi ist aus Zelda und ja, Navi und ist, glaube ich, Avatar. Es können auch zwei Dinge gleich heißen. Nein, ich bin mir sicher, sie sprechen es Navi aus. Ich bin mir sehr sicher eigentlich. Wenn ich irgendwo hinfahre und ich benutze mein Navi, dann sage ich ja auch nicht, ja, das kommt aus Zelda. Ja, aber dann Navi. Ja, zum Beispiel Navi ist dein Navigationsgerät und Navi sind diese Aliens. Aliens? Als ob ihr sie mal Navi genannt habt. Aliens? Ich meine, ich hab die nicht Navi genannt. Ich hab sie mal Navi genannt. Navi. Ja, ja, maybe. Ja, da haben wir wohl alle grundunterschiedliche Meinungen, hä? Leute, das ist halt auch völlig egal. Nee, ist es nicht. Ist mir sehr wichtig. Ey, Keggy, ja. Oder was? Keggy, könntest du da hochgehen und mir ein bisschen was von diesem Pilzkappen abbauen? Das ist ja sau chillig jetzt von dir irgendwie. Also, wenn du willst. Fuck. Ich kann es doch selber machen sonst. Ja, viel Spaß, ne? Mein Zepter ist jetzt da oben im Baum stuck, glaube ich. Oh Gott, das ist ja übel weit oben. Wir reden von dem Avatar, von dem blauen Männchen. Die auf dem Planeten Pandora. Hey, knackige Lauch, was geht ab? Aber ist schon schön hier. Bin gespannt, wie viele verschiedene Biome es hier gibt. Matthäus hat es wieder weggegeben. Den Tag.
Hier wieder schleimig. Hier singt ein Altar. Dungeon? Was ist das für Pillars? Gibt's die schon in Vanilla-Chat? Diese komischen Säulen hier? Nein, nicht Borderlands. Die gibt's nicht. Kann man das wie Leiter benutzen? Nee, ne? Okay, das ist cool. Deschke wollte ja so eine Ruine bei sich bauen. Jetzt kann er diese Säulen bauen. Ja, die Fabrik wird irgendwann fertig. Wir bauen Dienstag weiter, oder? Oh, da ist ein neues Biom. Ja, die Mod ist schon echt cool. Ich frage mich, wo die ganzen verschiedenen Endermänner sind. Weil wir haben auch ganz viele verschiedene Endermänner, die alle verschiedene Enderperlen droppen, die verschiedene Effekte haben und so. Da ist, glaube ich, sogar ein neuer Enderman. Oder? Der hat, glaube ich, ein anderes Gesicht gehabt. Da! Chat, schaffe ich den? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wieso macht er so viel Damage? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, er portet mich weg. Wieso ist er so stark? Hier war irgendwo Wasser. Die können nicht schwimmen. Nein! Hier sind die Ruinen. Ist das der Pool da hinten? Chat, das ist doch der Pool gewesen, oder? Sind die schon despawned? Das ist doch der Pool. Es sind doch keine 5 Minuten vorbei. Wo bist du gestorben? Hey Leute, hier irgendwo, aber ist alles weg? Ich bin genau hier am Wasser gestorben. Aber ich dachte, es sind noch keine 5 Minuten vorbei. Noch keine 5 Minuten vorbei. Ich bin vor ihm geflohen und bin hier ins Wasser eigentlich. Im Wasser die spawnen Sachen, glaube ich, schneller. Na, als ob. Ah, verdammt. Oder die neue Enderman-Sorte klaut die Items. Vielleicht hat er mich vom Töten, hat er mich weggeportet? Ja, hier ist mein Block. Hier ist mein Block. Ja, ist weg. Ja, ist weg. Scheiße. Hattest du viel dabei? Ich hatte halt eine Elytra und einen Trident, ne? Oh, du bist verreckt. Scheiße. Die Elytra ist natürlich ein bisschen schlimmer als der Trident, oder? Aber Achtung, das ist Tridents Verkauf der gute Deschke. Ja, ist alles hier gewesen, Zweck. Haben wir das eingesammelt? Warte, ich hab vorhin irgendwas eingesammelt. Ich weiß nicht, es war genau hier am Wasser. Aber ich habe keine Elytra. Wieso ist denn das so schnell weg? Das kann nicht sein. Ja, keine Ahnung. Chat meint irgendwie 5 Minuten. Zombie meint, im Wasser despawnt es schneller. Oh. Deshalb, ja. Maybe. Kann mal testen. Schade. Ist hier noch so eine Qualle? Deschke hat's gelootet. Ja. Ja, aber der neue Enderman klaut die vielleicht. Ja, der läuft jetzt voll equipped rum. Ja. Der hat auch so ein komisches offenes Maul. Vielleicht frisst er die auf. Wo ist der Übeltäter? Ich gehe zum Übeltäter hin. Der war irgendwo hier, ne? Der ist weg. Ja, das ist jetzt ein Downer, ne? Das ist jetzt ein kleiner Downer. Aber so ist das Chat. Minecraft nimmt und Minecraft nimmt. Oh. Oh, lol.
Ich glaube, ich habe einen Enderman geschlagen. Enderman hat, Dashka hat den Enderman gespawnt. Das war ein kurzes Endabenteuer. Ja, ich kann theoretisch mir wieder ein bisschen Rüstung holen. Rüstung holen und eine Waffe holen. Und dann können wir theoretisch nochmal losziehen. Aber ja, ich habe natürlich jetzt mein Zeug weg, ne? Zurück zu Final Fantasy. Wir machen schnell TNT, oder? Wir bomben Dashke. Wir rauben Dashkes Shop aus. Ja, trident, schmiedend. Verkauft jemand anderes Rüstung? Weiß das jemand? Verkauft jemand anderes außer Dashke Rüstung? Alle sind gerade gestorben, was? Beabsichtigt ich ein Spieldesign? Okay. Irgendein beabsichtigtes Spieldesign hat die umgebracht. Hallo? Hallo? Da war ein Bett. Was ist passiert? Wir haben auf ein Bett geklickt, oder einer von uns hat auf ein Bett geklickt und dann ist explodiert und alles drin wäre gestorben. Oh, wow. Ey, wo sind die jetzt gespawnt? Müssen die nicht irgendwo hier sein? Wow. Ey, scheiße, ich weiß gar nicht jetzt, wie wir das Zeug noch zurückbekommen. Wir kommen noch nie im Leben da noch hin. Ja, das ist mir gerade passiert. Ich habe all mein Zeug verloren. Scheiße. Und was machst du jetzt? Ich denke mal, ich gehe gleich wieder rein. Ja, dann... Ich suche mir ein paar Sachen zusammen und dann gehe ich nochmal rein. Was komisch, die anderen müssen ja eigentlich auch hier gespawnt sein. Ja, da wurde. Sind wir am Ende? Wie sind die so schnell ins Ende gekommen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben ein Portal aufgestellt? Teleporter? Waypoint? Weiß nicht. Ja, ich brauche auch nochmal einen Kürbiskopf. Ach man, das ist ja frustrierend. Ja, das ist ziemlich scheiße. Ui. Mein Inventar ist gesprengt worden. Wahrscheinlich ist unser ganzes Ja, wahrscheinlich meins auch. Oh Mann. Die Scheiße. Vor allem, wahrscheinlich ist es uns allen vier passiert. Scheiße. Oh Mann. Und die hatten so full enchantedes, krasses Zeug und so. Junge, ich hab eine Elytra verloren. Oh ja, oh Gott. Aber warte, bist du auch gesprengt worden? Nee. Was? Du bist ja nicht gesprengt worden. Das nee, ich bin vorher von einem so einem Super-Enderman getötet worden. Ich war ja halt Full Diamond und der hat mich mit 3 Schlägen getötet. Weil es war ein neuer Enderman, ich dachte, ich probiere ihn mal anzugreifen, der hat mich einfach free-hitted. Als ob die so übel stark sind. Und dann bin ich da hingelaufen zu meinen Items und die waren weg. Keine Ahnung, ob die schneller dort jetzt schneller despawnen oder ob der die gefressen hat, die waren alle weg. Vielleicht war jemand in der Nähe und dann ist gedespawnt, die Items, keine Ahnung. Ich ja gut, wo holen wir jetzt Ausrüstung her? Also ich wollte eigentlich jetzt nicht mit so viel reingehen. Ich wollte mir so ein paar Kleinigkeiten mitnehmen, ne? Okay. Okay. Aber wieso gehe ich hier hin? Hier habe ich doch gar nichts, ne? Kurz kreativ anklicken, ja, Mann. Ja, ich finde es jetzt nicht so deprimierend. Ich finde, dass ich den Stuff verloren habe, juckt mich an sich gar nicht so schlimm. Mich juckt eher. Dass ich jetzt mich neu vorbereiten muss, dass ich mir wieder irgendwie Zeug zusammensammeln muss oder so.
Das ist, was mich gerade so ein bisschen abfuckt. Ich habe ganz viele Goldschwerter. Das ist gerade so ein bisschen, was mich abfuckt. Die Items hier sind mir in sich scheißegal. So, ich denke, mehr brauche ich nicht. Wir nehmen noch einen Eimer mit, Digga. Ein paar leere Eimer, Digga. Und dann sind wir ready. Ich habe eh nicht so vor, da großartig zu kämpfen, weil, wie wir gerade festgestellt haben, sind Ender. Stimmt, Essen. Deshalb bin ich auch in die Oase gegangen, um Essen zu holen. True. Wie wir ja festgestellt haben, ist Kämpfen eh keine Option. Du brauchst wohl Full Netherite, was Sinn ergibt, weil das ist ja das Ende. Na, neuer Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, wie viel Tee sie dabei hatte und was sie dabei hatte. Dass es sie jetzt so gefrustet hat. Das Ding ist, sie hat auch vorhin geschrieben, wo seid ihr alle? Und es hat kaum einer geantwortet. Hat sich vielleicht auch ein bisschen im Stich gelassen gefühlt. Deshko und Moggy waren auch innerhalb von 2 Sekunden weg von der Gruppe. Ja, ist ja an sich okay, sich zu trennen bei so einer großen Gruppe, weil es voll das Durcheinander ist. Ich habe mich ja auch ein bisschen abgekapselt. Hallo! Ey, was geht, Mann? Joa, ich geh so mal rein, wa? Ey, Ding, ja? Hast du Essen? Ich hab Essen, ja. Also willst du mir vielleicht... Also ja. Ja, ja. Du bist der Beste, ich hab schon immer gesagt. Alle sagen immer, Kelgi ist doof, aber weißt du was, die sind die doof. Ja, und deshalb gebe ich dir das auch. Weil ich weiß, du bist der Einzige, der zu mir hält. Auch wenn du mich vorhin getaggt hast. Ja, aber aus Versehen. Ah, okay, hast du eine Schere noch? Vielleicht? Nee. Weil ich hab hier so einen Kürbis. Nee, ich hab keine. Und, ich hab nicht mal Eisen dabei. Ja, wir sehen uns am Ende der Welt. Also, ne, ich komme jetzt mit. Achso, okay. Hast du Blöcke? Oh ja, komm ich jetzt auch mit dir. Ich habe keine Blöcke, ne. Text habe ich auch gesprungen, da sind nur wenige Sachen übrig geblieben. Okay, naja, gut. Naja. Minecraft nimmt und Minecraft nimmt. Nee, so ist das. So weit jetzt laufen. Ich habe mal vergessen, dass dieser Schritt hier noch existiert. Ich dachte, wir wären direkt am Ende. Naja, und sonst, wie geht's jetzt zur Zeit so? Ich hab alles verloren, ne? Ey, same, Mann. Ich finde, wir brauchen auf dem Server ein Casino. Ja, unbedingt. Naja, warum nicht? Damit ich dann vielleicht wieder irgendwie zurückkommen kann mit etwas Glück. Die Spielsucht. Achso. Nee, nicht die Spielsucht. Ein paar Dias reinwerfen, mit etwas Glück ein paar Dias wieder zurückbekommen. Ey, oh mein Gott, es wurde fast alles von uns gesprengt, aber ich sehe gerade in Johnnys Livestream, er hat als sein Schild hatte so ein Netflix-Schild. Ich glaube, das ist mein. Das wäre ja witzig, wenn alles gesprengt worden wäre, außer das Netflix-Schild. Es gibt ja jetzt neue Endermänner und die haben ja andere Mechaniken. Zum Beispiel gegen den, der mich getötet hatte mit 3 Schlägen, der hat bei jedem Schlag mich weggeportet. Und deshalb, vielleicht gibt es Endermänner, die klauen deine Items und porten sie in die Inventare der anderen. Wahrscheinlich. ich denke vielleicht nicht, aber wäre eigentlich ein cooles System. Und so bekam er das Schild. Er dachte sich, oh, was ist das für Netflix-Schild? Cool. Ich finde, ich habe übel Respekt jetzt vor den Endermännern. Dass du vor dir hast und trotzdem vor den Insel gekillt wurdest. Ja, die sind krass. Also der hat ja mega schnell getötet, oder? Ja, die sind super krass, Mann. Die neuen sind... Deshalb, ich gehe jetzt auch nicht großartig da... rein mit dem Gedanken, ich will kämpfen. Ich glaube, so sind sie so schnell hierher gekommen, indem die da geschlafen haben. Okay, let's go.
Haben wir es nicht irgendwo gebaut? Ja, hier. Hä? Oh ja, ja. Einfach seinen eigenen Tunnel vergessen. Okay, mein Sterbezeit. Oh Gott, mein Sterbeort ist 1580 Blöcke entfernt. Alter. Die Items sind doch schon eh despawned. Aber da sind halt wahrscheinlich. Ich glaube, da sind noch Johnny und Nicole. Achso. Die meinst, die warten auf dich? Also, oh Gott, hier ist eine andere Enderman-Art. Ist das die, die dich getötet hat? Der mit dem halben Kopf da? Wo? Der hier direkt vor uns. Ja, genau, der hat mich getötet. Ey, einmal F5 drücken ist vielleicht ganz ratsam für dich. Dann siehst du nämlich dein Zeug und kannst trotzdem auf den Boden schauen. Okay. Verstehst du? Ja. Also so spiele ich halt. Dann kann ich nicht auf den Boden schauen und sie trotzdem nicht nur erst auf den Boden. Ja, ich habe jetzt auch nicht, also als ich mit First Person gespielt habe, habe ich jetzt auch nicht die ganze Zeit auf den Boden geschaut, sondern eher so, dass ich halt, die sind ja recht groß, die Endermänner. Ja, dann habe ich eher so auf, es klingt jetzt ein bisschen weird, aber ich habe halt auf deren Schritt geschaut, ne? Auf die Eier, oder was? Genau, auf die Eier, auf die Schlepphoden. Auf den Pimmel, auf den Sack, zack, zack, oder wie? Genau. Ach, so ist das. Ach so, warte mal, nee, wir sind ja mega weit weg vom, wir müssen ja noch in dieses andere Ding rein. Ja, wir müssen jetzt super weit laufen noch. Oh, Mann. Zack, zack. Hm. Jo, wie smooth er sich hingelegt hat. Okay, jetzt ist nur 500 Blöcke weg. Ich bin ja fast schon bei meinem Todesmut. Stark. Okay, ich folge dir. Eisen wäre echt cool. Ich fühle mich so unwohl hier ohne Kürbiskopf. Naieiei. Na, einfach nach unten gucken. Die machen schon nichts. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich habe auch nur gegen den Enderman gekämpft, weil ich halt provoziert habe. Ich wollte den neuen besiegen. Und mein größter Feind bisher war auch mein eigenes Bett, von dem her ich... ich wurde ja nicht wirklich von irgendwas gekillt. Wenn du nicht mal deinem eigenen Bett vertrauen kannst, wem kannst du dann vertrauen? Wem dann? Ja. Das ist ja so. Wem denn dann? Wie oft wechselst du dein Bett? Ich schlafe in jedem Bett nur einmal. Also, im echten Leben meinst du? Ja, ja, genau. Achso. Na, die sind so nervig zum Abbauen, egal. Ja, ja, also vorhin ging die Sau schnell zum Abbauen, weil ich so eine krasse Dierhacke hatte, die ich jetzt übrigens verloren habe. Naja, egal. Ja, kannst du bei Maeve kaufen. Der hat echt voll die krassen Dia-Dinger, gell? Mann, die schauen sich gerade in Johnny's Stream die ganze Zeit so Clips an, so, wo die so analysieren, wer das Bett angeklickt hat und so. Ich hab Angst, dass ich sie angeklickt habe und ich am Ende jetzt zerstört. Da ist jetzt einfach die Verschwörung. Ja, ey, die werden mich. Es kann sogar wirklich sein, dass ich es angeklickt habe. Weißt du, ich hab's nicht platziert und dann war es nicht da. Und ich glaube, dann habe ich es vielleicht nochmal doppelt angeklickt aus Versehen oder so. Aber ich weiß es nicht mehr. Jetzt hassen die mich alle, Kevin. Was mach ich denn jetzt? Tja. Aber weißt du, ich würde den Namen ändern, Skin ändern und vielleicht ein neues Leben anfangen. Irgendeinen coolen neuen Namen, aber sowas ja. Wie Fire oder so. Einfach nur wie wär's Fire, mit Mocky? Ja, klingt ein bisschen nach Moggy, aber an sich. Ah, fuck, stimmt, du hast recht. Ja. Ja, Cocky wäre aber auch ein bisschen weird, ne? Ja, Cocky wäre sehr weird. Ich glaube, da würde ich eher Mocky nehmen statt Cocky. Oh, wie wär's mit Locky wegen auf Lock? Lol. Oder Modafocky? Oh, Mann. Der gefällt mir. Bro, die haben sich gerade zurückgeportet. Ich glaube gerade den Stream auf. Die haben sich genau. Oh mein Gott, hier ist mein Todespunkt. Die haben sich genau jetzt gerade an Spawn geportet. Was soll denn das? Hier war das Bett? Ja, hier war das Bett, ja. Warte, man kann sogar den sprengen. Schau mal, warte mal. Du siehst ja sogar, dass hier so gesprengt wurde. Naja, RIP. Wow. Warum sind die jetzt weggegangen? Ja, die haben keinen Bock mehr auf dich. Genau dann, wo ich den hin wollte. Das Hi. Kann doch nicht sein. Hallo? Hallo. Hallo. Wo bist du? Da bist du. Wieso sei. Wir haben auch alles verloren. Ach was, wieso? Mich hat ein Enderman getötet. Ach. Ich hab ihn herausgefordert. Was? Meine Elytra ist weg. Keine Ahnung. Bin einfach. Ja, meine auch. Bei mir ist wirklich legit 100% meines Inventars verloren. Jo. Ja. Also ich hab auch alles verloren. Alles, was ich letztens noch aufgebaut habe, ist gone. Aber ich hab Hilfe. Bei mir auch. Vor allem bei mir ist sie super schnell weggespawnt irgendwie. Ich bin recht schnell wieder hier gewesen bei meinem Punkt, ja, aber same. Irgendwie war weg. I don't know. Ganz komisch. Naja, bei mir ist es halt, weil es ja eine Explosion war. Die meisten Sachen sind ja verbrannt. Ach so. Wie, was ist bei dir explodiert? Irgendwer hat bei uns ein Bett angemacht. Ach so, Hockey war es, hat er vorhin gesagt. Nein, ich weiß nicht, wie es war. Also, es kann sein, dass ich das anklicke. Also, ich hab's auf jeden Fall platziert, aber ich wollte es nicht anklicken eigentlich. Aber es kann echt sein. Ja, das ist echt schade, Mann. Ich hab's platziert, aber ich hätte es nicht mit Absicht angeklickt. Tut mir wirklich leid. Also, mein Zeug ist ja jetzt auch weg. Das war keine Absicht von mir. Ja, das ist gut. Sind die anderen jetzt alle, sind die jetzt alle geflüchtet? Ja, die rüsten neu aus. Ach so. Spawnen, ja. Ach, sind nach Hause? Ja. Ja, ich bin genau hier jetzt aufgetaucht, als die weggegangen sind.
Dann gehe ich auch mal kurz heim. Bis gleich. Ja. Ciao. Ciao. Oh. Ich glaube, die ist echt sad. Meinst du? Die klang schon echt niedergeschlagen. Ich glaube, sie war übel happy gerade. Vor allem dieses alles, was ich mir in der letzten Zeit aufgebaut habe. Das war ein bisschen niederschmetternd. Oh Gott. Tut mir voll leid. Und ich vorhin noch so, jo, wahrscheinlich habe ich das mit angeklickt. Scheiße. Es war wirklich ein real talk jetzt. Wieso hast du überhaupt das Bett platziert? Weil wir so rumgescherzt haben. Johnny hat davor gemeint so, hey, wollen wir nicht ein Bett platzieren, weil er hier eigentlich spawnen wollte. Da habe ich zu ihm gesagt, Junge, wie lustig, das würde ich auch hochgesprengt. Dann lag da ein Bett rum und ich habe es platziert und so, Achtung, wer klickt drauf und dann ist es explodiert. Und ich weiß nicht, wer es anklickt hat, wahrscheinlich ich. Oder Fully, wie ich mitbekommen habe, hat Fully absolut keine Ahnung vom End. Fully war nicht hier, aber... Ah, okay, ich dachte, er war auch dabei. Nee, er war nicht dabei. Ich wünschte, ich könnte es auf ihn schieben. Naja, nee, also... Ja, lass trotzdem auf Fully schieben. Ich glaube, Tesi ist gerade der traurigste Mensch der Welt, aber ja. Ich habe auch krasse Ausrüstung verloren. Es ist ja einfach so, wir sind hier, das ist ja eine Selbstmordkommando hier gewesen, überhaupt reinzukommen. Ja, schon. Naja, schade. Einfach mal die Grenzen ausgetestet. So ist das halt manchmal, ne? Aber es ist eigentlich auch ein geiler Clip-Moment. Also für Johnny auch ziemlich geil, weil er kann jetzt so seine Clip-Videos reinmachen, weißt du? Ja, bei mir war es leider kein cooler Clip-Moment. Ich habe gesagt, oh Leute, guck mal, da ist ein neuer Enderman. Lass mal versuchen, ihn zu töten. Tot. Und dann war ich nach 3 Schlägen tot. Naja, gut. Nicht mal einen coolen Clip ausgeholt. Nicht mal einen coolen Clip bekommen. Ich habe nicht mal irgendwie cool dabei geschrien oder so. Wie verdammt langweilig ist dieser Wald eigentlich? Hier gibt's gar nichts. Sieht aber hübsch aus. Oh, ich dachte, da hinten ist ein Haus. Nee, das ist gar nichts. Ich habe auch keine Blöcke, um mich wegzubauen. Hä, hey, wo bist du hin? Achso, da. Ich bin unsichtbar. Ich werde mit dir, die anderen finden gerade so 10 neue Erze und killen so 20.000 Enderman und so. Und wir haben so alle keine Ausrüstung mehr. Boah, ich weiß nicht. Ich wollte Doggy sagen anstelle von Moggy, weil ich habe an Deschke und Moggy gedacht, wollte ich einfach Doggy sagen. Wäre aber auch ein guter neuer Name. Moggy, Deschke und Zombie, die sind doch bestimmt schon mit dem Ende durch, oder? Ja, die haben Real Talk. Die haben gerade so neue aus so neuem Ärzten, wahrscheinlich so Rüstung und so. Die haben gerade übel den krassen Schein. Die kommen gleich so zurück. Die kommen gleich so zurück auf so Drachen angeflogen. in so einem riesigen Mac. Ja, so komplett neue Rüstung, so was geht ab, Jungs. Oh, was habt ihr so gemacht? Ja, hundertprozentig wird es passieren. Zu 1000%. Ich habe da vorhin noch so Säulen gesehen, wollte ich vorhin hin. Und da sind wir alle gestorben. Meinst du Sorinen-mäßige? Ah ja, aber warst du da schon? Ich hatte vorhin auch welche gesehen gehabt, ja. Aber die waren weiter weg von hier. Ich glaube, die sind ja gleich hier vorne in diesem blauen Gebiet. Da waren so neue Blöcke halt. Okay, gut, vielleicht meinen wir wirklich dieselben, weil wir laufen jetzt wieder zurück. Ich überlege, ob ich mir bei meinem Skin dann wirklich so einen Schnauzer auf den Skin drauf mache. So auf Undercover, damit niemand weiß, dass ich das bin, weißt du? Mach einfach deinen Skin zu einem Bett. Du bist einfach ein laufendes Bett. How to scare Bubble These. Jo, Junge! Ja, könnte ich machen natürlich. Ja, scheiße gelaufen, Mann. Das war scheiße gelaufen. Und hier die Ruinen meinte ich. Ja, genau, die meinte ich auch, ja. Das sind irgendwie neue Blöcke. Ach, hier waren noch vorhin Säulen, die hat schon jemand abgebaut. Oh, das ist nur Favoritzielen. Weil diese Säulen waren das Interessanteste eigentlich daran. Warum hat Tizi Dank in Chat geschrieben? Hat sie ihr Zeug wieder zurückbekommen? Weil den will ich auch haben. Ja, wahrscheinlich hat irgendjemand gerade was gegeben. Aber sie hat nicht ihre alten Items bekommen, oder? Ah, die anderen kommen jetzt. Wir sind gleich am Tatort, schreiben die. Wollen wir noch? Was? Willst du mitkommen, oder? Ja, klar. Will ich da nochmal hingehen? Okay. Ich will mir das Spektakel anschauen. Vielleicht setzt jemand noch ein Bett hin. Ja, ja. Wie witzig. Oh mein Gott, das war wirklich ein Hin und Her, ein Achterbahn der Gefühle. Erst auf so spaßig, dann kam Tesi rein, war so der unglücklichste Mensch auf dem Planeten. Junge, wirklich ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Es ist der Wahnsinn. Was für ein Ender-Event hier gerade. Wo genau sind wir gestorben? Boah, ich habe keine Ahnung, wo ihr gestorben seid. Ich glaube hier, oder? Da war der Boden ein bisschen freier. Ja, wo ist denn der? Also freigesprengt. Warum warst denn du eigentlich nicht beim Ding dabei, bei der, hier. Was? Wo bist du? Warst du auch bei der, hier vorne. Ah, hier.
Warum warst du nicht bei der Auktion? Ich wurde weggegrieft. So, ja, du wolltest eigentlich so einen Fuchs... Ich wollte so einen Fuchs verkaufen und dann habe ich so eine Fee gefunden, die Deschke verloren hat. Ja. Und dann wollte ich das beides auf dem Auktionshaus bei der Auktion verkaufen, aber Maeve und Deschke haben mich vorher gegrieft. Aber warum? Ja, weil Deschke wütend war, weil es halt sein Viech war, obwohl ich es gefunden habe. Es ist halt irgendwann bei ihm geflohen vor 2 Wochen oder so. Ich habe es random gefunden und wollte es verkaufen. Er fand das doof und hat er mich gegrieft. Wie gemein. Ja, schon. Und dann hatte ich halt, ich hatte nichts zum Verkaufen und auch keine Dias zum Kaufen, also ja. Ja gut, dann bringt das nicht viel. Aber das Kreuz. Das tut mir jetzt übel leid. Ach, schau mal, wie cool die Werkbank aussieht. Wo ist die Werkbank? Achso, oh, die ist rot. Ja, voll geil. Chat, hat jemand den Clip von dem Bett? Nein, schaut sich nicht an. Ich will mir das auch anschauen, was Mann, da passiert da ist. Mann, da bin ich. Ey, ich werde so der Boomer sein. Alle schreien dann so, Hockey, ich hasse den. Ah, Hockey, ich hasse ihn so sehr. Mann. Wenn wir auf den Clip sieht man so richtig, richtig explizit, wie ich so draufklick. Da sieht man so voll genau meine Arm, wie der so ausholt. Ja, ich guck mir den gleich in 0,25-facher Geschwindigkeit aber an. Aber ich will den Clip, ich würde den auch gerne anschauen. Der wurde, glaube ich, irgendwo bei Johnny von reingeschickt. Nee. Irgendwo bei Johnny müsste er sein. Hi. Hallo? Hallo, Heuchen. Hey, wie bist du Du hast gerade Johnny gesagt, der ist aufgetaucht. Was? Wie bist du schon hergekommen? Ich hab hier einen Home gesetzt. Oh. Nicolo. Hä, wie? Hä? Trigger Set Home. Darf man das? Das darf man ja, nicht, natürlich. Oder? Na klar. Wie macht man das? Wie Home gesetzt, was? Er cheatet einfach. Ja, wirklich. Hä, das ist im normalen Commands-Channel drin. Hey, Cheater. Das ist doch so gepostet. hast du eine Schere für mich? Weil ich hab hier einen Kürbis. Nee, hab ich nicht. Hättest du vorschreiben können. Oh mein Gott, Lebensretter. Scheiße, ich hab 36 Diamanten dabei. Ja, das kannst du jetzt abbauen. Das war nicht der Plan. Hat jemand ein Bett dabei? Achso, danke. Hat jemand zu mich eine Ender-Chest? Wir haben schon gesagt, ich mach mir vielleicht... Ich hab eine Schalker-Box gekauft. Ich hab alles verloren. Die Idee war, dass ich vielleicht dann, dass ich vielleicht hier vom Server lief und nachher wieder raufkomme mit so einem Bett-Skin, um euch zu erschrecken. Bro, was ist passiert? Hast du gedrückt? Ich hab auch so keine Ahnung. Wahrscheinlich. Also, ich hab ein Dorf gefunden. Aber auf jeden Fall nicht Absicht. Also ich hab vorhin schon gesagt, zu Keggy und zu Tesi, sie war super traurig. Ich hab so gesagt, oh mein Gott, sie war so traurig. Sie war echt und zwar, traurig. Wir haben ja so rumgescherzelt, weil wie Männer mal wieder, oder? Oh, dann hab ich platziert. Ich hab das gar nicht, nicht rumgescherzelt, zieh mich da nicht rein. Bei mir war es so, wir haben ja übel Scherze gemacht, wir beide. Und dann hab ich das Bett platziert und dann war es aber weg. Es war auf einmal nicht mehr da. Also, es so in dir, genau. Ich hab's auch nicht gesehen. Ja, die können alle Betten hier ruhig platzieren und alles in die Luft jagen. Ich hab eh alles verloren. Dann glaub ich halt nochmal. Aber ich hätte ja, also das hätte ja nicht Absicht gemacht. Das wollte ich ja nicht, das ist ja keine Absicht gewesen. Ich weiß. Ja, aber ja, das ist natürlich echt eine miese Nummer. Schau mal, wie schön diese Chest ist. Wenn wir die Inventare restoren, dann sehen wir auch, bei wem das Bett im Inventar war. Nein, es war platziert. Ja, das war platziert habe ich es auf jeden Fall. Ja. Weil Hockey hat es in der Hand gehabt, ich habe es gesehen. Und er hat auch gesagt, er so, hier ist ein Bett, Vorsicht, Vorsicht, und dann ist es einfach explodiert. So, als wäre es die ganze Zeit seine Absicht gewesen. Also der Schlimm... Nein, war es nicht. Keggy, weil als wir vorhin da waren und Tesi hier traurig war und so, hallo Tesi, da hat er sie übel ausgelacht und so. Das hat Keggy vorhin gemacht, glaubt mir. Was? Ja, er ist der Schlimmste. Er ist der Schlimmste. Was? Er so, hahaha, das ist mir egal. Und ich hab dich gedeckt. Du mieses Schwein. Aber hast du ihn auch zugedeckt? Ja, Mann. Hockey? Ja, Mann. Im Bett. Wo hast du denn? Dein Schild. Woher? Das hatten die anderen aufgehoben. Nein, hör auf. Ich lache nicht immer, wenn Leute weinen. Tut er das? Deswegen guckst du auch Trash-TV. Wow! Bett! Oh mein Gott, es war so laut, dass ich dachte, es explodiert wieder ein Bett. Wirklich. Bro, dieses Holz ist übergeil. Ich glaube, ich will mir alle schon mal diese Kisten und die sind so heftig. Ich hab das gar nicht. Sieht schön aus. Sieht gestört geil aus. Das gestört, Digga. Was für ein Abenteuer haben die anderen jetzt eigentlich gerade? Ja, die anderen haben wohl ein Dorf gefunden, wie es aussieht. Hier gibt's Dörfer? Können die nicht irgendwie uns zu sich porten oder sowas? Ja, laut Chat. Ich glaub nicht. Laut Chat hat Zombie ein Dorf gefunden. Tony, was hältst du hiervon? Ihr einen. Einfach den folgen, wir sehen die dann irgendwann, ne? Irgendwie sehen wir die bestimmt dann irgendwann mal so Wege, die sie gemacht haben. Aber es ist hübsch hier, oder? Das ist ein hübsches Biom. Hübschi.
Die haben bestimmt auch irgendwo so Brücken gebaut. Dieses scheiß Bett. Ich möchte den Clip auch noch sehen. Mach mal den Shader aus. Wie geht das? Welcher Knopf war das? Hab ich Blöcke? Ich hab ja... Da gab's doch irgendwie einen Shortcut für die Shader, oder? Sprachchat-Icons ausgeblendet. G. Gruppe. Nee, keine Ahnung. K. K ist es. Ja. 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 Ja, sieht schon hübsch aus, oder? Ist schon krass, was so ein Shader machen kann, oder? Das ist wieder irgendwie ein neues Biom. Ich werde wahrscheinlich nie wieder zurückfinden, oder? Aber vielleicht gibt es hier in den Dörfern ja auch irgendwie so Waypoints. Wie in der normalen Welt. Das wäre cool. Sieht ohne Shader aus, wie erbrochen ist. So ein bisschen psychedelisch. Ist ja egal, dass sie eh alles verloren. Ja, stimmt schon, aber... Aber egal. Junge, irgendwelche fliegenden grünen Sterne oder so. Ist das ein Schulki? Nee, das ist ein Schulki. Dashka am Rumstressen? Wieso? Nee, der will doch nur jetzt einen Waypoint, glaube ich, da platzieren. Meint ihr, der hat mein Trident? Und meine Liter. Da hinten ist eine Brücke. Auf jeden Fall waren da irgendwie wohl gerade random 10 Endermen, die aus dem Nichts aufgetaucht sind und haben Fully zusammengeschlagen. Ich habe gerade einen Enderman-Porten gesehen, gehört. Ich hoffe, der kommt nicht zu mir. Junge, wie gruselig das ist. Imagine, du läufst so rum, auf einmal so 10 Endermänner rund um dich herum. Gespawnt einfach. Stehen da, bewegen sich nicht, lassen sich nicht durch. Und machen ihr gruseliges Geräusch. Okay. Die haben sich lieb. Denn ist noch eine Brücke. Das ist Thesia als zwischendurch wohl auch passiert. Ah, dass sie auch so gegradet wurde von Endermännern. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht. Ich werde hier nie wieder hinfinden. Aber gut, die haben jetzt einen Waypoint gesetzt, ne? Ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn ich sterbe. Aber ja, ist wahrscheinlich... Es gibt ja, wie gesagt, viele neue Endermans. Und es gibt wahrscheinlich wohl auch irgendwie eine Enderman-Sorte. Die dann irgendwie anders funktioniert, dass du, wenn du irgendwas Bestimmtes machst, vielleicht irgendwie einen Block abbaust in deren Nähe, irgendwas kaputt machst, vielleicht denen auf die Füße schaust, dass sie dann eine Gruppe direkt spawnen und dich angreifen, nicht mehr alleine angreifen. So Beschwörer-Enderman. Der greift dich nicht an, sondern der bleibt auf Entfernung
und hetzt dann ganz viele auf dich drauf. Boah, meint ihr, es gibt so einen Enderman-Riesen? Einfach so ein riesiger Enderman. Er ist dann 4 Blöcke hoch. Nee, nee, so ganz riesig. Und wenn du ihn, angreifst oder so, dann fallen so Teile von ihm ab. Und die Teile, die von ihm abfallen, sind andere Endermänner. Also der besteht so aus 100 Endermännern. Ups. Was sollte der droppen? Ja, der hat dann so einen Enderman-Kern. Keine Perle, sondern so einen Kern. In der Mitte ist dann so ein riesiger Enderman-Kern, der die Endermänner alle ansaugt. Und wenn du das Item dann hast, dann kannst du damit Endermänner so an dich ranziehen und dann sterben die. Ich glaube, ich mache mein eigenes Minecraft. Das ist so die Enderman-Waffe. Boah, nee, viel geiler. Du brauchst diesen Enderman-Kern. Oh, viel geiler, Chat. Du brauchst diesen Kern dieser Endermans, nicht um Endermans zu töten, sondern du brauchst diesen Kern, weil Endermänner haben ja immer irgendwas mit Teleportieren, dies, das und so. Und du kannst mit diesem Enderman-Kern eine Portal-Gun craften. Ah! Portal-Gun? Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Ich will eine Portal-Gun. Ich will eine Portal-Gun. Ich hab keine Portal-Gun. Oh. Ich hab mies erschreckt, ich dachte, du bist ein fliegender Enderman. Willst du eine gekochte Schattenbeere? Boah, ich liebe gekochte Schattenbeeren. Mhm. Das ist meine Leibspeise. Weiß ich doch. Oh, kann man die überhaupt essen? Ich hab mein Hunger ist voll. Okay. Heb sie dir auf für einen Moment des Hungers. Ich werde sie genießen. Die anderen? Nee, ich bin irgendwann alleine losgezogen. Aber hier sind Blöcke hingebaut. Also irgendwer war doch hier, oder hast du die hingebaut? Ich hab die gerade gebaut, also die kleine Straße hier rüber. Achso, okay. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die alle anderen sind. Ich habe nur ein sehr volles Inventar. Bist du auch beim Bett gestorben? Ich bin gar nicht gestorben. Du bist gar nicht gestorben, okay. Ich dachte, du warst auch bei dem Bettunfall dabei. Nee. Also okay. Ich war in der Nähe, aber ich habe mich nicht wegspringen lassen. Hast du schon versucht, einen der neuen Endermänner zu töten? Also ich habe so einen mit einem Mund geboxt, ja. Ich habe vorhin auch gegen einen gekämpft. So eine korrupte Enderperle gedroppt, keine Ahnung, was die macht. Okay. Ja, ich habe so einen getötet, also nicht getötet, sondern angegriffen, so einen mit so einem offenen Mund. Und der hat mich einfach free-hitted. Aber ich habe halt nur Dias gehabt. Ja, die Endermen allgemein machen super viel Schaden. Ja, die sind super stark. Deshalb, ich habe jetzt alles verloren. Kann ich dir irgendwas geben? Nö, ich laufe ein bisschen rum. Okay, viel Glück. Jo, tschüss. Ich fliege. Junge, habe ich mich mies erschreckt. Er ist aber auch einfach in mich reingeflogen. Zombie stirbt aber allgemein nicht. Ja, der hat eine Full Netherite-Rüstung mit einer Elytra und Feuerwerk. Der fliegt hier mies die ganze Zeit hin und her. Schade, dass ich halt kein Feuerwerk hatte, ne? Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ne, dass ich eine Elytra hatte. Sonst hätte ich ja, wäre es eigentlich smart gewesen, noch vor diesem heutigen Stream ganz viel Feuerwerk zu besorgen, entweder zu kaufen oder zu craften, ne? Das wäre eigentlich voll smart gewesen, ne? Aber ich habe halt null dran gedacht. Aber das wäre actually gut gewesen. Was eine Elytra? Also Flügel, mit denen du gleiten kannst. Dass du dann nicht direkt runterfällst. Und ich hatte halt eine gehabt und die ist leider verloren gegangen. Und ich hätte theoretisch mir halt so Feuerwerk nehmen können und mit Feuerwerk kannst du dich so halt hochboosten. Und dann kannst du die ganze Zeit halt rumfliegen. Was hast du heute eigentlich Mittag in Minecraft gemacht? Ich habe halt die neuen Mods kurz getestet, ob das Spiel geht. Hab kurz gestartet, geguckt, ob Spiel geht und dann wieder ausgelockt. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Holz.
um darüber zu bauen. Bäume kann man ja easy abbauen, ne? Einfach so mittendrin irgendwo was abbauen. Meine Axt ist instant kaputt gegangen, Chat. Meine Axt ist instant kaputt gegangen. Die wurden von Enderman alle umgebracht. F. Bei dem Holz bricht irgendwie die Axt direkt. Deschke was? Das ist schönes Holz. Oh nein. Hä? Wie geht eine Werkbank? Lol, wie viele Blöcke habe ich denn dadurch dann? Moment mal. Hä? Ich kann so. Kann ich so drei Blöcke machen? Und dann aber aus diesen Blöcken nochmal. Nee, das rentiert sich gar nicht. Ah, Tesi wieder tot. So, und dann ein paar Stickies. So. Eine Axt. Geht die auch so schnell kaputt? Die geht instant kaputt. Was ist das denn für ein krasses Holz? Holz aus Diamant. Aber ja, ich habe ein paar Blöcke. Ja, das andere Holz, was ich abgebaut habe, das ging. War ganz easy. Ist ein bisschen sehr weit, oder? Lieber vielleicht da versuchen? Fulltime viel aus der Welt. Alle so Explosion, Enderman. Fully springt einfach von der Map. Hä? Schwein? Nicht Fully Stark. Ist auch so weit weg. Ich hoffe, dass du von Dashke Zeug wiederbekommst. War echt schade, das mit der Auktion. Achso, ja, ist egal. Ich hab's als Dingens angesehen. Ich sehe es sportlich. Ich sehe es als Herausforderung an. Ich greife zurück an. Wir müssen noch einen Plan schmieden. Ja, ich bin nicht beleidigt, ich bin nachtragend. Erstmal müssen wir Johnny einen Streich spielen. Weil er mir die ganzen Lederhüte und Kompussis reingeballert hat und mein Inventar zugeschissen hat. Ich glaube, hier gehen wir rüber. Und dann kümmern wir uns um Dashke und Maeve. Das wird so eine Nacht- und Nachtaktion, oder wie sagt man das? Nacht und Nebel, genau. Late Night Prank Stream. Ja, irgendwann, Chat, mache ich um 3 Uhr nachts den Stream an. Um 3 Uhr mache ich den Stream an. Aus dem Nichts. Ohne Ankündigung, nirgendwo. Ich starte einfach. Oder wie wäre es mit einem zweiten Twitch-Account? Extra für Pranks. Davon darf aber Dashke nichts erfahren, aber das wird er easy erfahren.
irgendwie bin ich gerade eine Stelle. Oh, da hinten ist ein Dorfchat. Da hinten, das ist doch ein Haus, oder? Ich habe mein Binokular leider verloren. Das ist, glaube ich, ein Haus. Da wollen wir hin. Vier Leute, ein Bett, ist der Prank. Oh, Junge, ich komme hier nicht durch. Ich muss... Ich glaube, ich baue mich hoch einfach, ne? Ich glaube, der ertrinkt gerade einen Enderman. Ich darf auch nicht zu viel Material verbrauchen, weil ich muss mich gleich noch rüberbauen. Und ich verbrauche gerade ziemlich viel Material. Was ist denn bei dir los? Was ist bei mir los? Ich weiß nicht, ob das die City ist, die auch die anderen gefunden haben. Leute, ich glaube, die Blöcke reichen nicht, oder? Naja, dann komme ich zurück. Komm zurück und dann hole ich mir hier noch mehr Blöcke. Mit der Spitzhacke. Fuck, da ist eine Fackel, Leute! Das ist die City, die schon gefunden haben. Ah, schade. Ja, das ist wahrscheinlich die, die Zombie gefunden hat. Ja, der hat halt Feuerwerk gehabt, ne? Hätte ich nur auch Feuerwerk genommen, Mann. Wie kommen wir runter? Ich hab einen Wassereimer. Warum waren die schon überall? Ja, wie gesagt, ist ja direkt losgeflogen. Ich denke mal... Der ist dann ziemlich schnell überall hingeflogen. Ja, ich meine... ist natürlich auch trotzdem cool, dass ich die jetzt gefunden habe. Aber wäre cool, wenn es eine eigene wäre, ne, die noch keiner hat. Dann hätte ich vielleicht noch Loot bekommen. Klingt ass mit dem Fliegen. Das Fliegen ist eigentlich echt geil. Und mehrere von uns hatten eine Elytra gehabt und hätten das auch machen können, theoretisch. Aber nur Zombie hat's gemacht. Ich weiß nicht, ob die anderen auch nicht dran gedacht haben oder so. Ja, ich muss gleich auf jeden Fall zurück. Aber hier gibt es auf jeden Fall geiles Holz. Brauche ich zwar alles nicht für meine Fabrik, aber hey. Vielleicht dann später für meinen Mecker. Lila ist eine gute Meckerfarbe. So, und dann einfach nochmal quer rüber. Einfach Eva-Unit, ja, Mann. Ah, wieso sind da jetzt Endermänner oben? Jungs. Kommt schon. Wäre da eine von ihnen. Die werden mich gleich sowas von töten. Was ist kaputt gegangen? Irgendwas ist kaputt gegangen. Keine Ahnung was. Ah, da waren so
Stalaktiten. Lag. Und eine Glühbirne. Bingo fällt. Glühbirne platzt. Reicht das? 28 Blöcke reichen doch, oder? Never. Gamba? Alter, Kloppi direkt. Hab ich Gamba gehört? Es könnte reichen. Doch, es reicht. Ich bin schon angekommen. Ja, easy. Was für ein Never. So, und jetzt? Ich lasse mal das Wasser nochmal kurz runterkippen, bevor ich springe. Fünfer, wenn du springst. Nee. So. Das ist scheiße, das ist, reicht ja gar nicht. Ja, als ob das so knapp ist. Fuck. Das sah so gut aus, ne? Als hätte es gereicht. Moment, ich habe noch ein paar Schwefelgesteine. So, jetzt. Hier ist noch einer. Ja. Easy. Kalkuliert. Ja, hier ist schon alles leer gelootet. Na, alles schon weg. Bücherregale mitnehmen? Ich hab keine. Da muss ich mir keine craften. Das ist sick. Die Lampe ist sick. Ich weiß nicht, ob die den Waypoint hier gesetzt haben oder woanders hingesetzt haben. Ne, wahrscheinlich haben die dahin gesetzt, wo Dashke war. Weil ich glaube, Tesi wollte Anschluss, hat Anschluss gesucht, wo sie mitlaufen kann. Bestimmt. Vielleicht haben die was vergessen, Chat. Vielleicht gibt es hier ein Geheimnis und sie haben es übersehen. Vielleicht haben sie was übersehen. Opium. Ich finde was! Die haben die Kerzen nicht mitgenommen. Alles weg. Alles weg. Aber ist ja auch keine Brücke hier hingebaut, ne? Keine Brücke hier hingebaut. Das heißt, er ist wirklich komplett hier alleine nur gewesen, oder? Sonst war hier niemand. Wie nach einer Heuschreckenplage. Alles wurde weggelootet. Ist das hier ein Beacon?
Es ist ein sogenannter Beacon hier. Da fehlt der Lichtstrahl irgendwie, ne? Ja, Chat! Ich glaube, wir sind durch, oder? Bim, 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 bim. Nee, nicht FF2. Ich hatte ja trotzdem Spaß gehabt. Das war trotzdem lustig. Und das neue Ende ist an sich ja auch schon ganz cool. Ich fühle mich nicht so, als hätte ich meine Zeit verschwendet, okay? Ich fühle mich unterhaltend. Schau mal in so einen riesen Stern rein. Maybe Loot. Meinst du, da ist Loot drin? Seit wann streamst du auch auf YouTube? Seit ein paar Wochen. Ja, das große Highlight mit dem Bett, da war ich leider nicht dabei. Aber ich guck mal kurz, ob ich den Clip finde. Schau mal kurz bei Johnny rein. Okay, so. Müsste wahrscheinlich einer der aktuellsten Clips sein, ne? Videos? Ne, Clips. Hey, Kuss. Oh mein Gott, wieso lädt denn gerade das so alles so langsam bei Twitch? Bruh. Clips. Ah! Es lädt so langsam! Bin perfekt wieder da für Minecraft. Nee, du bist genau perfekt gekommen, wo alles schon langsam zu Ende geht. Das ist alles verpasst. Bett, hier habe ich einen gefunden. Hier. Oh, ein Bett. Oh, ein Bett. Soll ich ein Luft bringen? Achtung, du hast ja wirklich ein Bett. Oh mein fucking Gott! Man hat bei Johnny gar nicht mal das Bett gesehen, wie es spawnt, ne? Das rote schräge Zeug hier. Oh, ein Bett, sollen wir in Luft bringen? Da sieht man das Bett. Der Übeltäter. Achtung, du hast ja wirklich ein Bett. Hä, aber der hat das noch in der Hand. Wieso hat er das noch in der Hand? Sah aus wie ein Griefer Moment. Kann man ein Bett gar nicht platzieren, es explodiert instant? Achtung! Du hast ja wirklich ein Bett. Man sieht ja gar nicht das Spawnen des Bettes und der hat es immer noch in der Hand. Du kannst ja auch keinen Stack von einem Bett haben, sodass dann direkt trotzdem noch ein Bett in deiner Hand bleibt. Bett. Oh mein fucking Gott! Babe, hast du gedrückt? Hast du das Bett angeklickt? Sieht einfach kommentarlos, ist sie einfach wieder weg. Fucking Hockey, ey. Ich meine, wir können es testen, Chat. Wir craften uns ein Bett und dann gucken wir mal, ob es direkt in die Luft fliegt. Wenn wir es platzieren. Das war doch Attentat von Hockey. Ja, sah schon nach einem Attentat aus, ne? Da wurde aus einem kleinen Joke direkt sowas, ne? Ja, Chat, wie sieht's aus? Spring ich? Wollen wir nochmal zurücklaufen? Ich werde den Weg niemals finden. Und hier grenzt jetzt irgendwie auch keine interessante andere Insel an.
Warte, was, wisst ihr, was wir noch kurz versuchen? Ich versuche mal nochmal mit meiner Enderman-Strat einen Enderman zu töten. Irgend so einen krassen Enderman. Moment, da geht's noch ein bisschen weiter. Ja, auch wenn wir kein Final Fantasy spielen, Chat, die Final Fantasy Musik ist noch da. Es ist quasi immer noch Final Fantasy Marathon. Wenn du die in ein Boot setzt, können die sich nicht bewegen oder wehren. Echt? No cap? For real, for real? Ich finde keinen besonderen. Und da geht's noch weiter. Die sind halt alles nur die Stani-Endermänner. So viele schon gesehen, ne? Und jetzt kommt keiner. Der sieht besonders aus. Ne, sind glaube ich zwei nur auf einmal. Als ob ich jetzt keinen finde! Hier sind so viele! Aber ich habe eine bessere Idee. Chat. Ich weiß nicht, wie tief ich normalerweise gegangen bin. Crappy! Wir töten ein paar Endermänner, sammeln ein paar Eier und dann können wir uns durch die Luft jeten. Weil die Porten ja, die geben ja diese Augen. Nur mit diesen Augen. Ich hab leider halt nur ein ranziges Eisenschwert. Die sind ganz schön mad, ja. Ich glaube, der ist gerade ein Ei gedroppt, oder? Nice. Nice. Er will sterben, oder? Nee. Ich hab alles im Griff. Kurz mal was essen. Warum gehst du nicht zu Enderman vom Enderfarm von Deschke? Okay, sag mir, wo sie ist. Wie soll ich von hier aus jetzt dahin laufen?
Einmal rechts und dann geradeaus. So, guck mal, jetzt haben wir ein paar Augen. Ist der noch aggro? Ich glaube, der nicht, ne? Ich bin halt irgendwo am Arsch der Welt. Also ich werde ja hier jetzt nicht irgendwie zurückfinden. Ich bin gerade so weit entfernt von irgendwie zurückkommen, dass ich mir denke, ich bring mich jetzt einfach um. Okay, das klingt traurig, aber also im Sinne von, ich bring mich um. Du weißt schon. Okay, Chat, wie funktionieren die? Komm, würde ich da rüberkommen? Ist das zu weit? Niemals, das ist zu weit. Ich denke nicht, zu weit. Ich habe halt gar kein Gefühl, wie weit ich damit fliegen kann. Ach stimmt, ich kann mal das Ding hier von Zombie probieren. Alter, schmeckt das geil. Ich habe noch nie sowas Leckeres gegessen. Boah. Boah, Chat. Ich glaube, ich habe einen neuen Geschmack entdeckt. Ah, ich habe auch so sehr eine Kugel verbraucht. Ich bin so scheiße. Da ist jetzt ein besonderer Chat. Ich habe einen gefunden. Zombie hat wieder irgendwas Krasses entdeckt. So, wo ist er? Da hinten. Wo ist der Bösewicht? Da hinten. Chat, ich schau ihn an. Er macht nichts. Zu weit weg? Hey, nein, das geht super weit. Die Reichweite dafür ist super weit. Oder guckt er mich gerade einfach nur nicht an? Ah, jetzt. Ich glaube, die lassen sich nicht so anlocken durchs Gucken. Ich glaube, bei denen geht das nicht. Vielleicht, wenn ich hier ein bisschen für Chaos sorge? Ich habe keinen Bogen dabei. Ich habe all mein Zeug verloren. Der steht ja immer noch hinten. Okay, ich gehe gleich raus, schlag ihn und dann porte ich mich mit einer Enderperle hier rein, Chat. Der kommt. Der kommt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Die Rache! Ich hab ihn. Der hat irgendwas gedroppt, Chat. Aua. Der hat irgendwas gedroppt. Ein Pokéball, ein Meisterball. Corrupted Pearl teleports targets to a random location. Let's fucking go, Chat. Hä? Wieso ist nichts passiert?
Chat. Hier ist noch einer. Ah, ich muss doch das auf andere Leute werfen. Da stand Target. Oh. Der hat mich da irgendwie durchgehauen. Scheiße, ich bin jetzt hier geportet. Wie geht der Befehl, Chat? TP Spawn oder so, oder? Wie geht der Chat? Trigger Spawn? Hey! Hey! Mann, das war doch ein Abenteuer, oder Chat? Nee, warte. Wir machen anstelle, dass wir weiterbauen, und zwar ich wollte ja noch dem guten Johnny all diese Kompussis und diese ganzen Helme zurückgeben. Die wollte ich ja alle noch zurückgeben. Weil der Johnny sie mir gegeben hatte. Damit er das nie wieder tut, mache ich ihm ein kleines Geschenk, Chat. Wie viele Slots sind das? Ja, vielleicht mal ein bisschen weniger, aber... Nein, keine TNT. Aber... obwohl... Für jeden Helm machen wir eine Kiste. Und in jeder Kiste ist ein Helm drin. Und dann befüllen wir sein Haus voll mit Kisten, wo überall nur ein Helm drin ist. Ich muss mir nur ein paar Kisten kurz craften. Tammys Haus macht mich fertig? Wohnen die da nicht zusammen? Hat die noch was Eigenes gemacht? Das ist doch Johnnys Haus da hinten, oder? Sneaken, Chat, sneaken. Das ist Johnnys, ja. Schau mal hinter dich. Scheiße, der ist Johnny. Chat, der ist Johnny. Fuck. Genau jetzt. Der Leck. Irgendjemand von euch gepetzt, oder? Wer hat gepetzt? Ja, Tammy aus Undertale ist hier. I'm Tammy! Aber irgendwie kommt die nicht, Chat. Sind die vielleicht zu Tammys Haus gegangen? Das ist bestimmt hier in der Nähe, oder? Maeve ist da.
Das wäre jetzt mies cringe, ne, wenn er mich erwischen würde. Während ich anfange, da zu bauen. Warum flüsterst du, wenn du muted bist? Ja, für die Atmosphäre, für die Immersion. Da ist bestimmt ihr Haus, ne? Die sind bestimmt bei ihm zu Hause, bei ihr zu Hause. Schnell. Darf er mich natürlich nicht auf dem Rückweg sehen, sonst weiß er, dass ich das war. Hast noch Zeit, er erzählt mit dem Chap. Nee, ich trau mich nicht mehr. So, dann haben wir das erledigt. Ich hab die scheiß Dinger, bin die scheiß Dinger losgeworden. Verlorener Prank, Bro? Wieso verloren? Wurde ich gesehen? Und Mr. MC Vondal, Dankeschön für den Gifted Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Funcakes, Dankeschön für deinen Prime Sub. Typisch Gaggy, typisch Gaggy. Von mir schon. Ja, ihr dürft nicht petzen. Wenn er dann irgendwie nächstes Mal das sieht und dann sagt er, oh mein Gott, wer war das? Dann dürft ihr nicht sagen, ey, das war Gaggy, das habe ich bei ihm gesehen. Hier, VOD ab Minute 53. Das dürft ihr nicht machen. Das ist nämlich eine Rache, ne, Chat? Ich mache das nicht einfach nur aus Spaß, sondern er hat das bei mir gemacht. Meine ganzen Kisten waren voll mit den Lederhüten und mit den Kompussis, okay? Oh mein Gott, was ist denn? Oh, was? Das war vorhin noch nicht hier. Ich war einmal kurz zwischendrin da. Oh mein Gott, wann ist das passiert und wer? Es muss Moggy gewesen sein. Oh ja, es ist Moggy! Nicht petzen, Chat! Lederkappe, noch eine Lederkappe. Oh nein, nicht schon wieder die Scheiße.